Beim Herumstöbern findet Tim immer mal wieder ein paar Dinge, die sich prima zu einem neuen Ding zusammensetzen lassen. Und die Kreation eines solchen Dinges will er heute mit euch teilen. Obwohl sich dieses Ding eigentlich nicht in die Reihe unserer sonstigen Themen einfügt, gibt es vielleicht doch den einen oder anderen unter euch, der etwas daran interessant findet. Dies ist eine alte Fahrradspeiche. Speichen sind aus widerstandsfähigem Stahl gemacht. Das Halbieren ist daher gar nicht so einfach. Außerdem im Einsatz sind diese Düsen, wie man sie für Klebstofftuben braucht. Die kommen alle in der gleichen Größe und man kriegt sie oft kostenlos im Baumarkt. Die ringförmige Verdickung am unteren Ende wird mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Dann wird dieser Ring aufgeschnitten und etwas auseinandergebogen, sodass man ihn an einem Ende mit einer Zange fassen kann. Das Ende der Speiche wird durch die Düse gezogen und der Plastikring wird darüber geschmolzen, um beides zusammenzukleben. Dann aufrecht halten, bis das Plastik wieder hart geworden ist. Die Spitze kann man noch ein bisschen schärfen. Das Rohr ist eigentlich ein Handtuchhalter, wie man ihn im Baumarkt kaufen kann. Es ist 2,5 cm dick und kostet nur 6,50 Euro per Stück. Und das ist es auch schon, zum Einsatz bereit. Und man braucht nur 3 Einzelteile. Nur um es nochmal zu sagen, dies ist kein Spielzeug. Und man muss mit entsprechender Vorsicht damit umgehen, sonst besteht enorme Verletzungsgefahr. What's he doing, Bob? Shooting things. Egg boxes. Das Blasrohr funktioniert so einfach und schnell, dass wir nicht oft genug sagen können, seid vorsichtig, keine Kinder ranlassen und nur auf Zielscheiben schießen und immer riesig Acht geben, dass niemand in der Schusslinie steht, Mensch oder Tier. So there's the target. But we're standing 40 yards away. I don't think I can even hit the wall, let alone the target, but I'm going to give it a go. Yeah, go on. Okay, you hold the camera. I hold the camera. Compensating for wind, weight, curvature of the earth. I'm going to fire upwards a bit, I think. Ready? Ready? We hit the barn. Missed the target by a foot. There it is, Tim. Very good. Try one more time. Okay then. Oops. Oops.